Richtig Druck auf dem Kessel in Saarbrücken. Die Fans wollen den Trainer, wollen Rüdiger Ziel nicht mehr. Obwohl der Start gar nicht so schlecht war in Saarbrücken. Zuletzt aber ein 1:4 in Cottbus. Die Saarländer mit der ersten Möglichkeit. Gleich zu Beginn ist Brücker da. Panzer, wie sie ihn nennen. Der Mann mit der 9 im Dress des ersten FC Saarbrücken. Große erste Möglichkeit. Einwurf auf der anderen Seite durch Rousseau. Und dann keine Beschwerden, aber ein eindeutiges Handspiel von Uafero. Hier ist es zu sehen. Das hätte ganz klar Handelfmeter geben müssen für die Mannschaft von Arminia Bielefeld. Viel Pech, wieder mal viel Pech in dieser Saison bei einer Schiedsrichterentscheidung für die Arminia aus Bielefeld, die dann ihrerseits was probierte, relativ wenig Torgelegenheiten in der Anfangsphase. Yang, der war so halb verunglückt und wäre fast reingegangen. Die größte Chance bis dahin für die Arminia. Da trifft er ihn nicht richtig, der Yang. Auf der anderen Seite Freistoß Saarbrücken und die Riesenchance und gerade noch geklärt von Joel Felix. Steele hatte die Riesenmöglichkeit. Hier am langen Pfosten unterwegs. Und dann Joel Felix, Oppi auch noch mit dabei. Glück für die Bielefelder in dieser Szene. Größte Chance bis dahin weiterhin 0:0. Mitch Kniat. Beide Trainer wollen hoch in die zweite Liga. Beide mit diesem 0:0 noch immer Verfolger der Spitzenteams in Liga 3. Die zweite Halbzeit. Der erste FC Saarbrücken wieder mit dem besseren Beginn. Chance für Richard Neudecker in der 51. Spielminute. Arminia Bielefeld. Und wieder was zu gucken für den Referee. Und wieder was zu gucken. Der Fehler da hinten von Metzl im Tor. Und das Handspiel von Bixel. Hier ganz eindeutig. Auch da hätte es Strafstoß geben müssen für die Arminia. Zweimal wurde die Arminia also krass benachteiligt in diesem Spiel. Wie bitter. Saarbrücken mit den größeren Torgelegenheiten insgesamt. Da zieht er auf, der Neudecker, aber schließt auch da nicht ideal ab. Aber auch das nicht die ganz große Torchance. Ebenso auf der anderen Seite. Oppi mit dem Freistoß. Gut, aber nicht gut genug. Es gab viele Wechsel auf beiden Seiten. Bei Bielefeld kam Sarin Rehn-Bassé nach seinem Kreuzbandriss. Ein Jahr Pause. Jetzt war er wieder mit dabei in der dritten Liga. Und bei Saarbrücken Rabbi Hitsch in der Mannschaft hinten raus. Die letzte Chance in diesem Spiel. Auch der ging nicht rein. Ein 0:0. Es gab nach dem Spiel viele, viele Pfiffe im Ludwigspark. Der Unmut nach wie vor groß. Die Stimmung gegen Rüdiger Ziel nach wie vor da. Ich glaube, wenn wir das Spiel verlieren, dann eskaliert es. So glaube ich mit dem Unentschieden. Überrascht mich auch, weil die Mannschaft hat Bereitschaft gezeigt, hat mutig gespielt. Hatte auch Fehler drin gegen eine Mannschaft, Arminia Bielefeld. Ja, die sind auch relativ gut. Das Ergebnis war ein bisschen unbefriedigend heute. Ich glaube, da haben wir mehr verdient, weil die zweite Halbzeit war, denke ich schon, waren wir klar die bessere Mannschaft. Von daher, ja, ist das am Ende schade, dass wir hier nicht mehr mitnehmen konnten. Bitter vor allem für Arminia Bielefeld, für Mitch Kniat und Co., dass zwei Handelfmeter nicht gesehen wurden. Das hätte ein besseres Ende verdient für die Arminia. Live bei Magenta Sport.